Hey yo Freunde, euer Mr. Druid ohne den Kaffee in der Hand. Ja, warum? Die Maschine hat gestreikt. Ich habe aber schon Kaffeepulver geholt. Heute machen wir mal Filterkaffee. Aber ich muss jetzt erstmal etwas für euch drehen und deswegen kann das warten. Ja, der Ofen ist auch schon an. Es ist bitter kalt geworden, aber das tut nichts zur Sache. Heute werden wir ein Video drehen, was ziemlich viele von euch interessieren wird, denke ich mal, weil es eine kostengünstige Reparatur ist. Das Gerät Ultraschallbad ist schon dabei, die Hitze aufzubauen. Wir wollen einen Sollwert von 50 Grad haben. 13 Grad haben wir. Bei 7 hat er angefangen vor 4 Minuten. Währenddessen unser Ultraschallbad aufhitzt, ja, und wir uns auch um diesen Kia Sorento kümmern, habe ich hier ein bisschen was vorbereitet. Und zwar geht es heute im Video darum, wie kann ich kostengünstig einen Anlasser reparieren? Wir wissen ja alle, dass diese ganzen Kohlebürsten in so einem Anlasser gerne mal verschleißen und man sich einen neuen kauft, obwohl durch wenig Geld man einen Anlasser wieder reparieren kann. Der Anlasser, um den es heute geht, ist von einem 1er BMW, ein Benziner auf jeden Fall, 118i. Und dieser Anlasser ist eigentlich noch top in Schuss, außer die Kohlebürsten. Und deswegen werden wir diese tauschen. Und wie teuer das Ganze am Ende ist und wie man diesen Tausch durchführt, das zeige ich euch jetzt im Video. Nach dem Intro geht es direkt los. Freunde, es geht los. Bevor ich anfange, unsere neue Errungenschaft in der Werkstatt. Und nein, ich wurde vom Proxon nicht gesponsert. Oh, hier, dieser Kasten. Da kann man schön solche Dinge demontieren wie Lichtmaschinen, Anlasser und so weiter. Hier haben wir die richtig schönen Aufsätze. Torx, Imbus, Schlitz, Kreuz, was auch immer das Herz begehrt. Gerät mit dem passenden Griffstück dabei. Hammergeil. So, heute geht es wie gesagt um diesen Anlasser. Ja, der Anlasser ist, ja, hat zuletzt noch angefangen zu streiken. Man hat auf jeden Fall gehört, dass der Magnetschalter das Ritzel hier vorne ausgefahren hat. Ja, das kann ich ja noch mal demonstrieren, wenn ich jetzt hier ein bisschen mit der Hand das Ganze nach vorne ziehe. Also diese Funktion war gegeben. Das ist ja auch das, was dann beim Drehen des Zündschlüssels richtig anfängt, mechanisch zu klackern. Klack, 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 klack. Und damit war für mich klar, okay, wir haben ein Problem in dem Kern hier bis im Bereich des Kollektors oder im Bereich dieser Masseanschlüsse. Ja, die gammeln auch gerne weg. Oder im Hintergrund hört man die Kaffeemaschine, richtig nice. Oder hier dieses Masseband kann auch gerne mal weggammeln. Ist aber bei diesem Anlasser nicht der Fall. Und das Ganze führt dann zu dieser Kohlevorrichtung, ja, der auf dem Kollektor dann sozusagen den Strom übergibt. Das Problem ist, oder beziehungsweise woran man merkt, dass es daran liegen könnte, ist auch, wie früher oftmals geschehen, mit dem Hammer ein bisschen hier in diesem hinteren Bereich draufkloppen. Und wenn dann der Anlasser doch wieder reagiert, ist es auf jeden Fall dieser Bereich. Dieses Paket hier habe ich gekauft für 10 Euro. Und das ist genau das, was wir da hinten drin haben, das Thema Bürsten anbelangt. So, die sind ja federnd gelagert, damit die immer wieder auf den Bereich drücken. Und hier ist schon eine Vorrichtung drin, damit die Bürsten nicht, ja, gegebenenfalls rausflutschen. Ich guck mal eben, ist ein Transportschutz wahrscheinlich. Da sieht man die Bürsten. Ja, ich will die jetzt nicht zu weit rausholen, aber man sieht, dass die mir rausspringen, wenn ich diese, ja, diese Transportsicherung jetzt noch rausnehme. Hier sieht man ein neues Flachband. Das ist genau das Band, was auch hier noch zu sehen ist. Gut, ist ein bisschen kleiner dimensioniert, aber trotzdem freigegeben. Das ist passend für diesen Anlasser. Und jetzt nehmen wir den auch auseinander. Dazu nehmen wir hier mal, was haben wir hier? Einen T25 oder 20 Torx. Ich denke mal 25. So. Und schrauben diesen ab. Wobei, wenn ich so die Schrauben sehe, könnten wir ruhig mal einen Schuss zum Lösen, bevor da noch was bricht oder so. Gut, das machen wir auch hier vorne ein bisschen, nicht, dass es gleich klebt. Finden super. Dann versuchen wir das Ganze mal ein bisschen. Oh ja. Oh ja,
Aber er kommt. Er kommt. Sehr gut. Super Sache. Drehen wir das Ganze um. Boah, der geht ja noch leichter. Alles klar. Perfekt. Wunderbar. Die beiden Schrauben, die gerne auch mal reißen bzw. kaputt gehen, in diesem Bereich haben sich gut lösen lassen. Jetzt nehmen wir hier, um das Masterband zu lösen, noch einen 13er Schlüssel bzw. eine 13er Nuss. So, das geht doch auch super. Wunderbar. Nehmen wir das mal raus. Boah, der Masseanschluss ist aber vollkommen intakt. Gut, da unten sieht man schon ein bisschen Grünspan. Werden wir ja dann gleich sehen, wenn wir es rausholen. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwer, weil ja das Ganze auch magnetisch ist, rauszuziehen. Ich hoffe mal, wir kriegen das ohne Probleme hin. Ich hole dazu mal einen Gummihammer. So, wir könnten mit dem Gummihammer natürlich mal hier so wippend, also seitlich, rechts und links. Oh ja, und er bewegt sich schon. Wunderbar, da kommt er. Und dann nehmen wir den mal raus. Aha. Oh, und da sehen wir schon unsere Bürsten. Machen wir mal ein Kreuz. Hier sehen wir richtig schön, dass die schon bis zum Anschlag fast draußen sind. Ja. Also da ist die wirklich nicht mehr viel. Sind schon richtig gut abgenutzt, sagen wir mal so. Ja, wenn wir das jetzt mit dem neuen gleich vergleichen würden, dann würden wir schon hier einen krassen Unterschied sehen. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt ist natürlich so, das ist jetzt der Kollektor, wo das Ganze anfängt, sich, da finden viele Ablagerungen statt. Ja, diese Kohle nutzt sich ab und dann haben wir hier so einen richtigen Film drauf. Und durch den Magnetismus bleibt das alles hier drin schön, ja, nicht so schön, aber es bleibt halt dran haften. Jetzt gucke ich mal, dass wir den Kollegen, oh, ja, das ging doch. Das ging noch. Wunderbar. Hier mal ein Planeten. Getriebe sozusagen, hier sieht man, ja, richtig schön. Also hier guckt sozusagen das Zahnrad, ist genau hier in der Mitte drin und treibt dann hier hinten das Ritzel an. Ja, das könnte man natürlich auch schön sauber machen, dafür habe ich auch das Bad. Wunderbar, das tun wir mal zur Seite. Und hier drin ist wahrscheinlich sehr viel Staub und Dreck. Ach, hier kommt schon, ist schon eine Platte rausgekommen. Das ist hier die Trennung, ja, damit der Dreck nicht so extrem hier in diese Zahnräder kommt. Immer am besten das Ganze wieder raus. Wunderbar. Hier sieht man auch viele Ablagerungen. Das ist so ein Misch aus Fett und Kohle. Ja, und hier haben wir sozusagen jetzt, also hier sind außenrum die Magnete. Und dadurch kriegt man den natürlich ein bisschen schwer ab. Aber schaut da, ist alles voll mit Kohle. Und da werden wir Folgendes tun. Bei dem auch alles soweit tipptopp eigentlich. Das werden wir jetzt in unser Ultraschallbad packen. Genauso wie diese Sachen. Die Hülse auch. Die ist sogar original noch vom BMW, sehe ich gerade. Da ist das BMW-Logo drauf. Wunderbar. Hier werde ich nur oberflächlich säubern. Ja, ich nehme es lieber nicht raus, oder? Ne, lieber nicht. Nachher haben wir noch lose Teile, das muss jetzt nicht sein. Das wird aber natürlich mit Fingris, kann ich euch zeigen, eingefettet, ein bisschen oberflächlich sauber gemacht und dann ist das Ganze erledigt. Gut, hier ist unser Hauptaugenmerk drauf zu richten. Hier haben wir diese Abdichtung. Ist ja auch blöd gemacht. Jetzt schaue ich gerade mal. Haben wir in der neuen Verpackung eigentlich auch so eine Dichtung dabei? Ja, haben wir. Sehe ich jetzt gerade hier. Da war auch eine neue Dichtung bei. Gut. Hier ist das Ganze von hinten verschraubt. Ja. Mit zwei Kreuzschrauben. Zack. Wunderbar.
Und diese Einheit komplett raus. Natürlich mit der Aufpassen mit der Richtung wegen der Dichtung. So, bevor ich jetzt hier das Neue einsetze, kommt das alles erstmal in die Wanne, wird gereinigt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, circa 40 Minuten nach unserem Bad sieht man wieder, schaut mal, wie schön die Magnete geworden sind. So. Auch hier, da wo die Kohlebürsten drauf reiben, schön blank geworden. Zahnräder, die Schrauben, die einzelnen Gewindegänge, hinten die, vorne die Abdeckung, die Mutter für die Masse. Und weil ich natürlich die Elektrik jetzt bzw. dieses Teil nicht in die Wanne gesteckt habe, habe ich hier Folgendes getan. Und zwar habe ich ja hier noch das X-Rust Gel. Dieses Gel einfach mit einem Pinsel, ja, einfach mit einem Pinsel nehmen, drauf tupfen und dann nach ca. 30-40 Minuten könnt ihr das alles schön entfernen. Ne, mit einem Lappen schön abputzen und dann kommt das hier wieder zum Vorschein. Gut, blöd ist jetzt nur, dass hier ein bisschen die Lackbeschichtung angegriffen wurde. Die ist abgeplatzt. Aber das tut ja nichts zur Sache. Das kommt auf die Funktion an. Gut, jetzt können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Und zwar hier fangen wir erstmal mit diesem Stück an. Oh, ich sehe gerade, die kleinen Schrauben hinten von dem Deckel sind wohl durch das Gitter runtergefallen. Die fische ich eben raus. Eine Sekunde. Da sind die beiden Schrauben. Sehr gut. So. Gut, ich habe jetzt festgestellt, also diese beiden Verschraubungen sind nicht identisch mit dem von dem Original. Trotzdem hängt es natürlich fest drin. Wir müssen es als ohne Schrauben von außen befestigen. Jetzt können wir natürlich, um zu nutzen, dass die Kohlestifte nicht rausspringen, können wir hier in einem Übergang diesen Kollegen schön da drauf schieben. Es geht auf jeden Fall deutlich einfacher als mit, ohne diese Abdeckung. So, ihr müsst dann von hinten am besten mit dem Finger und dann könnt ihr das so reinschieben und man sieht, dass die ganzen Kohlebürsten draufdrücken. So, jetzt tun wir das hier rein. Da ist er drin. So sieht das Ganze jetzt aus. So, dann haben wir dieses Stück. Ja, pass aufpassen, ist magnetisch. Wie gesagt, könnte ein bisschen zwicken, wenn man dran kommt. So, drehen, bis es schön arretiert. So, dann haben wir den Schutz hier, diesen Deckel, der natürlich den Abrieb der Bürsten, das soll verhindern, dass das alles hier reinläuft. Beziehungsweise reinfällt. So, perfekt. Wunderbar. So, jetzt kommen wir hier hin. Packen unsere Zahnräder wieder drauf. Alles beide gleich. Sprühen das Ganze natürlich schön ein. Oh, mein Fin Grease geht zur Neige. Wunderbar. So, jetzt haben wir natürlich hier die Verschraubung mit den langen Schrauben. Das muss direkt passen. Ja, wunderbar. So. Und jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Ich sehe schon, das Band muss auf die Seite. Das heißt, wir müssen das Ganze drehen. Tja, jetzt muss ich es nochmal rausnehmen, leider. So. Einmal hier. So. Perfekt. Hier passt es super drauf. Und dann verschrauben wir das Ganze wieder fest. So, diese Reparatur hat 10 Euro gekostet. Ich werde jetzt natürlich noch mal eine Batterie nehmen und euch auch vorführen, dass es funktioniert. Der andere ging mal wieder, aber das ist natürlich auch dem zu verschulden, dass ich
durch das Bewegen und so, dass sich da ein bisschen die Kohle verschoben hat. Das zum Thema Hammerschlag. So. Der Anlasser wird locker wieder seine 5, 6, 7, 8 Jahre, je nachdem, funktionieren. Das reicht auch. Hier haben wir übrigens eine Abdeckung, damit kann man mal so einen Blick auf die Kohlebürsten riskieren. Aber man erkennt recht wenig. So, ist wieder gängig. Und jetzt werde ich natürlich den letzten Rest hier rausnehmen. Ja, ein bisschen so halten. Und dann wunderbar. Ups. So, letzter Schritt. Ist der 13er hier oben. Und hier würde ich ein Stück Tesa nehmen, draufkleben. Oder, ja, die Schrauben rein bringt ja nichts. Da wir ja sonst hier zwar schön alles dicht haben, aber hier könnte Wasser eindringen. Also das verstehe ich jetzt wirklich gar nicht, warum da überhaupt das so unterschiedlich ist. Ich habe extra diesen Anlasser eingegeben mit der Teilnummer und leider ist doch ein Fehler unterlaufen. Und dann werden wir das Ganze jetzt ansteuern. Klemme 30 und 50. 50 geht zum großen Motor, 30 geht zum kleinen Motor. Das testen wir jetzt. Jetzt kommt die Batterie dran. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch nochmal testen. Masse gebe ich jetzt einfach mal hier auf die Schraube, auf das Gehäuse. So, dann schalten wir das Ganze mal ein. Starter mal auf Stufe 2. Jetzt probieren wir erstmal den Magnetschalter hier aus. Moment. Ui. Wunderbar, das funktioniert. Und dann versuchen wir nochmal die Drehfunktion. Ja, ein bisschen zu viel Power. Hat schon hier Funken geschlagen. Na. Ja, ist auf jeden Fall zu viel Power, aber es funktioniert. Und damit ist die Reparatur an diesem Punkt mit diesem Anlasser für 10 Euro gelaufen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, euer Mr. Do It, bis morgen, bis dann. Ciao.